Ich liebe ja sehr diese Kultur, die eigentlich die Wiege dessen war, was man heute unter leichter Muse-Entertainment versteht. Und da ist ja nicht wegzudenken oder zu übersehen, dass halt das eine unglaublich kreative Zeit war. Die Lieder von Holländer oder die Berliner Operette, Fritzi Massari-Lieder, Oskar Strauß. Im Grunde genommen bin ich ja immer eine Diseuse gewesen, die ein bisschen mehr geliefert hat, als nur ein Lied nach dem anderen zu singen. Und ich darf wohl sagen, dass ich denen ein sehr avantgardistisches, vielleicht auch anarchisches Leben einhauche und sie mit aller Gewalt in die Gegenwart transportiere. Ich bin eine Frau, man nennt mich Lanik, ich kenn jeden Tratsch, Trackel, nur viele dieser Lieder sind auch zu Unrecht in Vergessenheit geraten, oftmals auch sehr lieblos, inhaltslos, vielleicht auch volkstümelnd runtergesungen worden oder man dachte, die sind abgenudelt und ich möchte sie ganz einfach verknüpfen mit den Rollenmodellen unserer Frau in der Gesellschaft heute. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen, die haben so etwas Gewissens. Es ist ihnen nicht leicht an. Was hätte Fritzi Massari heute gesungen? Was hätte Marlene Dietrich vielleicht heute gesungen? Wie hätte sie sich präsentiert? Ganz bestimmt nicht so wie seinerzeit. Ich bringe eine traditionelle Form in ein völlig neues Gewand und in einen neuen Kontext.